Seit 1987, seit dieses Lied veröffentlicht wurde, ist die ÖVP ununterbrochen an der Macht. Höchste Zeit, um sich mal anzuschauen, was die ÖVP in Österreich so anstellt. Der deutsche YouTuber Rezo hat mit seinem knapp einstündigen Video die Zerstörung der CDU vor der diesjährigen EU-Wahl in Deutschland unglaubliche 15 Millionen Menschen erreicht und damit unüberhörbar auf die junge Generation und ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Und jetzt geht es um die österreichische Version der CDU, nämlich die ÖVP und das Bastian Kurz. Ich weiß, viele Menschen finden Politik nicht sonderlich spannend. Aber dieses Video wird auch für nicht so politikinteressierte Menschen leicht verständlich und auf jeden Fall hochinteressant. Ich habe in den letzten Wochen zu ein paar spannenden Themen recherchiert und sogar ein paar Bücher gelesen und geschaut, wie sich die ÖVP so verhält und was ihre Standpunkte sind. Und was dabei herausgekommen ist, sollte der österreichischen Bevölkerung echt nicht egal sein. Ich zeige euch, wie Sebastian Kurz durch einen skrupellosen Machtkampf in der eigenen Partei an die Spitze gekommen ist und mit welchen Mitteln er die letzte Wahl gewonnen hat. Wir werfen einen Blick darauf, woher die ÖVP ihr Geld hat, wie sie immer wieder versucht hat, das zu verstecken und wie bei ihrer Politik in erster Linie die Reichen und Mächtigen profitieren. Und wir schauen uns an, wie ÖVP und FPÖ wissenschaftliche Fakten ignorieren und damit zur Zerstörung unserer Zukunft beitragen. Da die ÖVP mit der FPÖ ja die letzte Koalition gebildet hat, wird es auch um die FPÖ gehen, ab und zu auch um die anderen Parteien, aber in erster Linie um die ÖVP. Falls ihr das großartige Video von Rezo kennt, werden euch bestimmt ein paar Ähnlichkeiten einerseits zwischen CDU und ÖVP und andererseits zwischen seinem und meinem Video auffallen. Ihr werdet euch in diesem Video vielleicht auch mal denken, das kann doch alles nicht stimmen, so schlimm kann das alles nicht sein. Wäre schön, aber ich stelle hier nicht einfach wahllose Behauptungen auf, sondern ich beziehe mich auf unzählige seriöse Quellen, die ich hier einblende und unten verlinke, nummeriert, so dass das jeder überprüfen kann. Das, was jetzt kommt, basiert auf Fakten, Beweisen und wissenschaftlichen Tatsachen. Und es geht mir hier nicht darum, irgendeinem Politiker oder einer Partei grundlos schlecht zu reden, sondern es geht darum, die Fakten zu kennen und bei der nächsten Wahl logische Schlüsse daraus zu ziehen. Am 29. September ist nämlich die Nationalratswahl. Und diese Wahl ist extrem wichtig, weil sich dabei herausstellt, ob die schwarz-blaue Regierung, die ja im Mai aufgrund des Ibiza-Skandals geplatzt ist, weitermachen kann oder nicht. Wenn bei dieser Wahl ÖVP und FPÖ gemeinsam mehr als 50% der Stimmen oder sogar mehr als bei der letzten Wahl bekommen werden, dann wird es wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre genauso wie die letzten 2 Jahre weitergehen. Und um zu sehen, warum das so schlimm wäre, warum wir uns noch 5 Jahre schwarz-blau einfach nicht leisten können, schauen wir uns jetzt mal an, für wen sich ÖVP und FPÖ eigentlich wirklich einsetzen. Politik ist sehr oft sehr, sehr kompliziert. Aber das Prinzip, um das es bei diesem Thema geht, ist aus meiner Sicht eigentlich nicht sehr kompliziert. Wenn ein Politiker von jemandem Geld bekommt und der Politiker handelt dann im Interesse dieses Geldgebers und nicht mehr im Interesse der Allgemeinheit, dann ist das ja nach allgemeiner Definition ein korrupter Politiker. Angenommen, ein Politiker bekommt Geld von einem Unternehmen, das Autobahnen baut und gibt staatliche Aufträge für Autobahnen dann nicht mehr dem Unternehmen, das die besten Autobahnen baut, sondern dem Unternehmen, das ihn bezahlt hat, dann ist das ein korrupter Politiker. Fangen wir mal mit der FPÖ an. Die FPÖ hat eine ziemlich lange Geschichte von Politikern, die ziemlich viel Zeit vor Gerichten und oder in Gefängnissen verbracht haben. Trotzdem hat Ex-FPÖ-Chef HC Strache sich und seine Partei immer als ganz sauber bezeichnet. Das ist spätestens seit dem Ibiza-Video ungefähr so glaubwürdig, wie etwas, das nicht sehr glaubwürdig ist. Ja, es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist nur die Frage. Strache wird in intimer Umgebung gefragt, ob es Spender bei dieser Wahl gibt. Ja, übersetze ihr, ja, es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen 500.000 bis 2 Millionen. Ihr seht selbst, ob das wirkt wie betrunkener Blödsinn oder ernst gemeinte Worte. Zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Du musst erklären, dass das nicht rechnungslos. Er sagt, dass das nicht an den Rechnungshof, also an den Staat geht, sondern das Geld geht an einen Verein und nicht direkt an die Partei. So wie er das da erklärt, wirkt es auf mich nicht, als hätte er sich das in dem Moment überlegt, sondern als wäre das ein ganz üblicher Vorgang. Entschuldigung, dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma, die Strabag gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, sind Zielsatz. Die russische Milliardärin soll doch einfach eine Firma wie die Strabag gründen. Die bauen Autobahnen. Und ihre Firma bekommt dann alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag bekommt. Sobald sie die Kronenzeitung übernimmt. Und sie soll die Kronenzeitung übernehmen, die wichtigste Zeitung im Land. Und die Berichterstattung so ein bisschen in Richtung FPÖ steuern. Zack, zack, zack. Diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Strache sagt jetzt in einem exklusiven Interview, ausgerechnet für Russia Today, Folgendes. Ich habe nichts Unredliches angeboten, im Gegenteil. Ich habe nichts verbrochen, ich habe nichts abgestellt. Hank, I have to ask, did you do it? No, I did not. Well, that's good enough for me.
coming up, Kanye West claims to hate Thin Mints? Our panel is outraged. Der kritische Journalist fragt Strache auch einmal nach den Drogengerüchten. Es gibt auch ein Video, wo mich Ihr Kommentar auch interessieren würde, wo in der Vergrößerung so eine Linie weißes Pulver auf dem Tisch zu sehen ist. Ich habe Zeit meines Lebens mit illegalen Drogen nichts zu tun gehabt. Hank, I have to ask, did you do it? No, I did not. Well, that's good enough for me. Coming up, Kanye West claims to hate Thin Mints? Our panel is outraged. Sonst geht es in dem gesamten Video eigentlich nie darum, was Strache in Ibiza getan hat, sondern es geht knapp eine Stunde fast nur darum, wer für das Video verantwortlich ist. Lieber HC Strache, nobody fucking cares. Es geht darum, dass du laut den deutschen Journalisten, die das ganze Video gesehen haben, Zitat, fast 7 Stunden Verhandlungen geführt hast. Das, was man gemeinhin Korruption nennt, angeboten hast. Und die Verhandlungen auch nach dem Abend fortgesetzt wurden. Eine der spannendsten Aussagen dazu hat aus meiner Sicht Norbert Hofer, der neue FPÖ-Chef, gemacht. Trotzdem ist es so, dass alles das, was er gesagt hat, nicht stattgefunden hat. Möglicherweise deswegen, weil die Milliardärin keine Milliardärin war. Nein. Doch, die Russin war ein Fake, hat er das immer noch nicht mitbekommen. Wie sollen denn Aufträge an jemanden gehen, den es gar nicht gibt? Und außerdem, warum sollten wir ihm das einfach so glauben? Das müssen Richter und Staatsanwälte prüfen und nicht der neue FPÖ-Chef. Also der ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt ein bisschen neben der Spur, aber gut. Es scheint also bei der FPÖ nicht immer alles ganz sauber zu laufen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Understatement, aber schauen wir uns jetzt mal die ÖVP an. Die ÖVP bekommt zwar sehr viel Geld von Milliardären und Multimillionären, aber das wirkt sich überhaupt nicht auf ihre Politik aus. Schauen wir uns jetzt mal die Spender von Sebastian Kurz an, dann wissen wir, dass da nichts dran sein kann. Klaus Ortner, ein Tiroler Großindustrieller, spendete 438.000 Euro an Sebastian Kurz. Die sogenannte Adlerrunde, das ist ein Zusammenschluss von Tiroler Unternehmen, zu denen gehört auch Klaus Ortner, sendete im gleichen Jahr Forderungen oder Wünsche an die neue Regierung. Unter anderem den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche, die neue Regierung auch größtenteils umgesetzt hat. Stefan Pierer, Chef von KTM und einer der reichsten Österreicher, spendete ebenfalls fast eine halbe Million an Kurz. 436.563 Euro, um genau zu sein. Das sind so irre Beträge. Vor kurzem wurde bekannt, dass das neue KTM-Museum, so schaut das aus, jetzt mit 1,8 Millionen Euro aus der oberösterreichischen Kulturförderung gefördert wird. In Oberösterreich regiert bekanntlich Schwarz-Blau. Aus der Immobilienbranche und der Hotelbranche bekam Kurz geschätzt 500.000 Euro an Großspenden. Die armen Hoteliers bekamen trotz seit Jahren steigender Nächtigungen eine saftige Steuersenkung. Und anstatt zum Beispiel den steigenden Mieten Einhalt zu gebieten, das könnte ja die Immobilienhändler verärgern, gibt die ÖVP Menschen, die sich die Mieten einfach nicht mehr leisten können, diesen Tipp. Für junge Menschen ist Eigentum die beste Maßnahme gegen Altersarmut. Danke Sebastian, ich könnte mir zwar nicht mal die Maklerprovision leisten, aber ja, ich kaufe mir mal schnell ein paar hunderttausend eine Wohnung. Das ist so, als würde ich sagen, für Menschen, die verhungern, ist die beste Maßnahme Essen. Wie abgehoben kann man eigentlich sein? Wie viele junge Menschen können sich bitte eine Eigentumswohnung leisten? Also, auf der einen Seite bekommt Kurz Geld von der Industrie. Auf der anderen Seite senkt Schwarz-Blau die Steuern für die Industrie. Auf der einen Seite spendet der KTM-Chef eine halbe Million und auf der anderen Seite bekommt KTM 1,8 Millionen an Steuergeldern. Auf der einen Seite spenden die wohlhabenden Hoteliers, auf der anderen Seite bekommen auch die eine Steuersenkung. Dass immer wieder Spender in staatlichen Aufsichtsräten landen, ist natürlich auch nur ein Zufall. Aber Kurz sagt ja immer, schauen Sie, ich glaube, das Problem ist immer dann vorhanden, wenn etwas nicht transparent ist. Also, entweder alle Spenden sind transparent oder man senkt einfach die Obergrenze. Ich rede gerne über eine Spendenobergrenze. Gern darüber reden ist die eine Sache, aber als vor kurzem die Obergrenze gesenkt wurde, hat die ÖVP dagegen gestimmt. Und wenn wir uns ehrlich sind, Transparenz schaut auch anders aus. Die ÖVP hat in den letzten Jahren nichts dazu beigetragen, die Parteienfinanzierung transparenter zu gestalten. Das sage jetzt nicht ich oder irgendwie die Opposition, das sagt der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler. Und der ist selbst hochrangiges ÖVP-Mitglied, also der wird es wissen. Aber er scheint damit recht zu haben, denn dass Klaus Ortner nicht 30.000, sondern eine halbe Million gespendet hat, wussten die Wähler bei der letzten Wahl einfach nicht. Einerseits, weil Kurz nur wenige Monate vor der Wahl die Spenden offengelegt hat. Was davor und danach war, wussten wir bis vor kurzem nicht. Und manche Spenden wurden über einen längeren Zeitraum so aufgeteilt, dass immer knapp unter 50.000 Euro überwiesen wurden.
Warum genau 50.000 Euro? Weil man bis vor kurzem Spenden ab 50.000 Euro sofort dem Rechnungshof melden muss. Das heißt, wenn man so wie Ordner richtig viel Kohle spenden wollte, aber vielleicht trotzdem nicht wollte, dass das jeder sofort weiß, hat man zum Beispiel auf 9 Monate verteilt immer 49.000 Euro überwiesen. Damit kommt man dann auf 438.000 Euro, die Summe, die Ordner tatsächlich in dem Jahr gespendet hat und niemand wusste davon. Wenn ich Spenden intransparent sammeln würde, dann können Sie zu Recht annehmen, dass ich irgendein Problem damit habe, die Personen öffentlich zu machen, dass da vielleicht den Versuch gibt, sich Politiker zu kaufen. Also, waren die Spenden dann kurz transparent? Wenn man unter Transparenz versteht, dass 2 Jahre nach der Wahl Zeitungen aufdecken, was man wirklich bekommen hat, dann vielleicht ja, aber ich verstehe unter Transparenz was ganz anderes. Ich könnte euch jetzt noch lange weiter erzählen, von welchen Banken, Versicherungen und sonst woher Kurz sein Geld bekommen hat. Aber der Punkt ist, diese Spenden kommen nicht aus der Mitte der Bevölkerung. Die kommen von den Reichen und Mächtigen. Und die spenden an Kurz, damit er sie vertritt und sie weiter reich und mächtig bleiben. Und das ist echt problematisch. Weil wenn Stefan Pierer und Klaus Ortner einfach 500.000 an den Politiker spenden können, der sie am besten vertritt, und andere Parteien dann dem gegenüber einen Nachteil haben, dann ist das nicht im Sinne einer Demokratie. Habt ihr locker mal ein paar hunderttausend Euro, die ihr der Partei geben könnt, die euch vertritt? Ich hab das nicht. Und dadurch können die Reichen im Endeffekt einfach mehr Einfluss auf die Politik nehmen als alle anderen. Das ist unfair und das sollte einfach nicht so sein. In einer Demokratie sollte das anders sein. In einer Demokratie sollte jeder gleich viel mitzureden haben. Das V in ÖVP stand einmal für Volkspartei. Die haben sich mal fürs Volk eingesetzt. Die haben mal Angestellte und vielleicht kleine Familienbetriebe repräsentiert. Jetzt machen sie Politik für Großindustrielle. Jetzt kommen 98% ihrer Spendeneinnahmen von Spenden über 3.500 Euro. Die ÖVP sagt doch immer, Leistung muss sich lohnen. Was leistet denn jemand, der 10 Millionen oder 100 Millionen von seinen Eltern erbt? Warum zahlt er keine Steuern? Hat der die gleichen Chancen wie jemand, der nichts geerbt hat? Wieso gibt es immer noch keine Erbschaftssteuer für Multimillionäre und Milliardäre? Und dabei geht es nicht um das Ferienhaus, das man von den Eltern erbt oder ein bisschen gespart ist von den Großeltern, sondern es geht um Multimillionäre und Milliardäre. Sind nämlich international absolutes Schlusslicht, wenn es um vermögensbezogene Steuern geht. Auch die FPÖ, die Partei des kleinen Mannes, ist kategorisch gegen eine Erbschaftssteuer. Für wen ÖVP und FPÖ wirklich Politik machen, das sieht man am Beispiel von Oberösterreich. Dort regiert seit 2015 Schwarz-Blau. Dort wurde einer 82-jährigen Serbin, die 24 Jahre als Putzfrau gearbeitet hat, die Wohnbeihilfe für ihre 20 Quadratmeter Wohnung gestrichen, weil sie nicht gut genug Deutsch spricht. Die Regierung hat dort nämlich einen Deutschtest eingeführt, den man bestehen muss, um die Wohnbeihilfe zu bekommen. Dass die 82-Jährige einen Schlaganfall hatte, ist anscheinend auch kein Grund für eine Ausnahme. Der Wohnbaulandesrat der FPÖ, Manfred Heinbuchner, sagt dazu, wer lange hier lebt, sollte so eine Prüfung bestehen. Eiskalt. Caroline und Felix Winter, ein seit 65 Jahren verheiratetes Paar, darf nicht gemeinsam ins Pflegeheim. Er muss nach einer Operation ins Pflegeheim. Das Pflegeheim hätte auch einen Platz für sie und der Leiter würde sie gerne aufnehmen, aber sie darf nicht mit, weil Oberösterreich ein Gesetz strenger auslegt, als es eigentlich müsste. Und deshalb ist sie zu gesund für einen Platz im Pflegeheim. Die sehen sich seit 65 Jahren jeden Tag und jetzt können sie nicht mehr zusammen schlafen. Das ist die wahre Politik von ÖVP und FPÖ in Oberösterreich. Oder erinnern wir uns an die Sozialministerin. Die meint, man kann, wenn man eine Wohnung hat, von 150 Euro im Monat leben. Das würde man vielleicht noch irgendwie verstehen, wenn das der Finanzminister sagt, weil wir gerade kurz vorm Staatsbankrott stünden. Aber das sagt in dieser Regierung die Sozialministerin. Die hat das Wort sozial in ihrer Jobdescription. Als Minister verdient man in Österreich übrigens 17.511 Euro im Monat. Das kommt dabei raus, wenn man Politik bezahlt von Milliardären macht. Dass man Politik nicht im Namen der Mächtigen, sondern vielleicht im Namen der nächsten Generation macht, ist besonders beim nächsten Thema wichtig. Jetzt geht es um das Überleben der Menschheit. Falls eure Reaktion jetzt gerade ist, jetzt kommt schon wieder wer und will mir irgendwas vom Klimawandel erzählen, das interessiert mich nicht, dann verstehe ich euch. Ich habe mich jetzt tagelang damit befasst und ich will auch nicht mehr, es ist einfach nur deprimierend. Aber umso wichtiger ist es, sich trotzdem damit zu befassen. Ob wir wollen oder nicht, dieses Thema ist das mit Abstand wichtigste Thema unserer Zeit. Und das wird mit Sicherheit auch noch lange so bleiben. Und nein, ich will hier keine Panik verbreiten. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon hätte, das zu tun. Es geht hier um nüchterne Fakten. Es geht um Wissenschaftler, die uns warnen. Es geht darum, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen logische Schlüsse zu ziehen und wirklich danach zu handeln. Wir alle müssen uns mit diesem Thema befassen, weil es uns alle was angeht. Wir können uns davor nicht mehr verstecken. Und umso länger wir versuchen, uns zu verstecken, umso schlimmer wird es. Das ist so wie mit schimmligem Essen im Kühlschrank. Klar kann man da versuchen, eine Zeit lang das zu ignorieren, aber es geht nicht von selber weg und
Im Endeffekt wird es immer schlimmer und grauslicher und grimmiger. Klar können wir eine Zeit lang sagen, ach, Klimawandel ist doch halb so schlimm. Wir können die Gedanken verdrängen und uns von Pseudowissenschaftlern einreden lassen, dass das alles nicht stimmt. Oder wir machen den Kühlschrank auf, nehmen das schimmelige Essen raus und hauen es in den Mist. Auch wenn es keinen Spaß macht. In diesem Vergleich ist die ÖVP-Klimapolitik das schimmelige Essen. Wenn uns die Zukunft unseres Planeten ein bisschen am Herzen liegt, dann können wir bei diesem Thema nicht länger wegschauen. Schauen wir uns mal ein paar Fakten an, dann wissen wir, warum das so ist. Damit mir jetzt niemand vorwirft, ich verbreite absichtlich Panik, versuche ich das Ganze unaufgeregt und neutral vorzutragen. Das sind die Fakten. Nur 0,7% der wissenschaftlichen Studien, die sich mit diesem Thema befassen, widersprechen dem menschengemachten Klimawandel. 0,7%. Die Forscher sind sich unglaublich einig bei diesem Thema. 2015, 16, 17 und 18 waren die vier heißesten Jahre, seit Menschen die Temperaturen aufzeichnen. In Frankreich hatte es diesen Juni 46 Grad. Das ist die Statistik über die Hitzetage in Wien. Und jetzt kommt sicher gleich jemand, vielleicht die neue Kurierchefin, und sagt, aber der Mai, der war doch so kalt. Das ist die Statistik. 2018 gab es in Österreich 766 Hitzetote. Im gleichen Jahr gab es 409 Verkehrstote. Jeder erkennt, dass es heißer wird. Schätzungen gehen von rund 200 Millionen Klimaflüchtlingen im Jahr 2050 aus. Die höchsten Schätzungen sprechen von 1 Milliarde Klimaflüchtlingen. Das ist in 31 Jahren. Im Vergleich dazu haben 2015 bei der großen Flüchtlingskrise rund 90.000 Menschen um Asyl in Österreich angesucht. Und oft gibt es ja die Möglichkeit, dass Flüchtlinge nach ein paar Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wenn deine Heimat aber unter Wasser ist oder dort nichts mehr wächst, dann ist es unmöglich, dorthin zurückzukehren. Dürren und dadurch Hungersnöte, Waldbrände, Überschwemmungen und Muren und noch viele andere Naturkatastrophen werden immer häufiger, schon jetzt. Bereits heute kosten wetter- und klimabedingte Schäden Österreich jährlich rund 1 Milliarde Euro. Diese Summen werden bis Mitte des Jahrhunderts auf bis zu 8,8 Milliarden pro Jahr ansteigen. Der Rhythmus der Jahreszeiten verändert sich und die Klimazonen verschieben sich. Also zum Beispiel die Klimazone der Sahara wandert langsam nördlich. Am schnellsten passiert das in den Städten. In Wien zum Beispiel werden wir bis 2050 um bis zu 7,6 Grad wärmere Maximaltemperaturen haben. Das heißt, während Stockholm die Temperaturen aus Wien bekommt, bekommt Wien die Temperaturen aus dem Südbalkan. Und ja, das klingt irgendwie noch erträglich, aber das ist in 30 Jahren. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Was ist in 50 Jahren? Da lebt meine Generation auch noch. Uns betrifft das noch. Und die Kinder von heute und die Kinder von unserer Generation, die trifft es dann noch viel schlimmer. Wir haben den nächsten Generationen gegenüber eine Verantwortung. Die grönländische Eisdecke hat am 01.08.2019 an einem Tag 12,5 Milliarden Tonnen an Eis verloren. 12,5 Milliarden Tonnen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das war dieses Jahr im Sommer. Für die Gletscher in Vorarlberg ist schon alles zu spät. Es gibt nichts mehr zu retten, die Sache ist gegessen, sagt ein Forscher der Universität Innsbruck. Auch in Island ist 2019 der erste Gletscher endgültig geschmolzen. Wir steuern auf eine Reihe sogenannter Kipppunkte zu, die, wenn sie einmal erreicht sind, unaufhaltsame Rückkopplungseffekte auslösen. Zum Beispiel der Permafrost in Russland. Da sind ganz viele Gase unter Schnee und Eis gefangen, die, wenn das Eis mal geschmolzen ist, in die Atmosphäre kommen, was den Klimawandel weiter anheizt. Das ist wie bei einer Achterbahnfahrt. Am Anfang geht es langsam bergauf und dann ab dem Kipppunkt geht alles ganz schnell bergab. Die Welt erhitzt sich dann von selbst immer weiter. Da können wir dann so wenig CO2 ausstoßen, wie wir wollen. Es geht dann immer weiter und hört auch nicht mehr auf. Es geht bei diesem Thema schon lange nicht mehr darum, dass es ein bisschen wärmer wird und man ein bisschen öfters schwimmen geht. Es geht im Endeffekt ums Überleben unserer Zivilisation. Oder wie es unser Bundespräsident formuliert. Vor 2 Jahren hatte ich Besuch des Präsidenten von Kiribati. Ich habe ihn gefragt, und Herr Präsident, was ist der höchste Berg auf Kiribati? Und er hat einen Moment überlegt und dann hat er gesagt, naja, 2 bis 3 Meter. Jeder versteht dort, dass es um das schlichte Überleben geht. Ja, es geht ums schlichte Überleben. Und jeder weiß, was wir machen sollen. Weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter. Aber das Wichtigste, was jeder Einzelne machen kann, ist nur noch Parteien zu wählen, die dieses Thema wirklich ernst nehmen. Weil dieses Problem ist so groß, dass man es nur auf einer politischen Ebene lösen kann. Und ich weiß, wir sind nur ein kleines Land und wir können den Klimawandel natürlich nicht alleine stoppen. Aber wir sind Teil der EU und die macht ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Und deshalb hat sie international sehr wohl viel zu sagen. Wir sind über 500 Millionen Menschen in der EU und wir haben ein Gewicht in der Welt. Die EU und Österreich ganz vorne mit dabei könnte beim Klimawandel Vorreiter sein. Schauen wir uns mal an, ob das so ist und was die österreichischen Parteien für den Klimaschutz so unternehmen. Während sich alle seriösen Wissenschaftler einig sind, dass wir Menschen den Klimawandel verursachen,
ist sich die FPÖ als einzige Partei noch nicht so sicher. Man weiß nicht, wie weit das der Mensch daran schuld ist. Das war der oberösterreichische FPÖ-Chef Heinbuchner. Auch der mittlerweile Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache fragt: Ist der CO2-Ausstoß schuld daran, dass wir jetzt zurzeit eine angebliche Erderwärmung haben? Die richtige Antwort lautet ja, und die Erderwärmung findet auch nicht angeblich, sondern tatsächlich statt. Das spüren auch die Wähler immer mehr und dadurch wird das Thema politisch immer wichtiger. Und deshalb verändert die FPÖ ganz langsam aber doch ihre Haltung dazu. Norbert Hofer, der liebe, liebe, liebe Norbert, sagt jetzt auf einmal, dass der Klimawandel für die FPÖ plötzlich ein wirklich ganz wichtiges Thema ist. Und dass er auch manchmal mit dem E-Scooter unterwegs ist. Das ist ja eh löblich, aber mit dem eigenen Privatflieger in den Urlaub zu fliegen, passt nicht ganz zum Image des Klimaschützers. Aber darum geht's nicht. Hofer hat den Ernst beim Klimawandel einfach noch nicht begriffen. Er spricht deshalb auch ganz gerne von Klimahysterie, um das Thema kleinzureden. Ich bin ja sehr gespannt, ob Hofer und andere Leute dieses Wort gerne verwenden, in 10 oder in 20 Jahren, wenn es dann wirklich brenzlig wird, sich auch noch vor eine Kamera stellen und von Klimahysterie sprechen werden. Mal schauen. Ich glaube, dass die dann nicht mehr so laut sind. Aber vielleicht hat Hofer ja wirklich gute Absichten und er gehört ja auch immer zu den FPÖlern, die wirklich an den menschengemachten Klimawandel geglaubt haben. Wieso man dann bei der einzigen Partei ist, die das immer wieder leugnet, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Viel wichtiger, als etwas einfach zu sagen, ist ja, ob man, wenn es wirklich darauf ankommt, also wenn im Parlament Gesetze beschlossen werden, ob man dann zu seinem Wort steht. Als Norbert Hofer 2016 Bundespräsident werden wollte, hat er, ich erinnere mich noch sehr gut daran, die ganze Zeit von CETA gesprochen. CETA ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Hofer hat sich echt wie kein anderer gegen dieses Abkommen eingesetzt. Er war auf einer Demonstration gegen CETA und er hat sogar das Volksbegehren dagegen unterschrieben. Falls es zu Nationalratswahlen kommen sollte, und ich schließe das nicht aus, dass wir heuer noch wählen, dann werden die Menschen mit der FPÖ eine Partei haben, die CETA nicht unterstützen wird. Eine klare Einstellung, wer weiß mal als Wähler, woran man ist. Wie bitte, Hofer und die FPÖ haben nach der Wahl CETA einfach zugestimmt? Ohne die von ihm geforderte Volksabstimmung. Heute hier vom Parlament die Demonstration gegen CETA. Sie sind dabei. Was sind die Kritikpunkte an CETA? Zunächst bin ich dabei, weil ich den Menschen zeigen will, dass ich auf ihrer Seite bin und dass ich meine Versprechen einhalte, die ich gebe. So viel dazu. Freihandelsabkommen wie CETA sind komplexe Verträge zwischen Staaten, die den Handel zwischen den Ländern verstärken sollen. Und das klingt prinzipiell gut, aber oft haben diese Abkommen auch negative Auswirkungen, zum Beispiel auf die Umwelt. Die EU plant jetzt auch so ein Abkommen mit einigen südamerikanischen Ländern wie Argentinien und Brasilien. Das sogenannte Mercosur-Abkommen. Auch genannt das klimafeindlichste Abkommen der Welt. Dieses Abkommen wird dazu führen, dass südamerikanische Produkte, in erster Linie Fleisch, in Europa günstiger verkauft werden können. Und das wäre eine riesige Katastrophe für den Amazonas-Regenwald. Der würde dann noch schneller als bisher abgeholzt werden, um die Fläche für Landwirtschaft zu nutzen. Der Amazonas-Regenwald speichert Unmengen an CO2 und produziert 20% des Sauerstoffs der Erde. Deshalb wäre dieses Abkommen absolut schrecklich für das Klima. Das Abkommen bedroht leider auch das Leben der 20 letzten argentinischen Jaguare. Sehr schöne Tiere, die gibt es dann leider nicht mehr. Außerdem würde dieses Abkommen den Bauern in Europa massiv schaden, weil die mit den billigen Produkten aus Südamerika nicht konkurrieren können. Im Gegenzug werden die Zölle für Autoexporte nach Südamerika gesenkt. Darüber freuen sich die großen Autokonzerne wie VW und BMW. Fassen wir das mal kurz zusammen. Das Abkommen zerstört den Regenwald, bedroht die Existenz unserer Bauern, verursacht völlig unnötige Transportwege, die der Umwelt weiterschaden, nur damit ein paar gigantische Konzerne noch mehr Gewinne machen. Da werden ÖVP und FPÖ doch wohl nicht dafür sein. Also offiziell sind sie das wirklich nicht. Während die ÖVP noch in der Regierung war, wollte man sich weder klar dafür noch dagegen aussprechen. Aber jetzt im Wahlkampf nennt man das Abkommen auf einmal bedenklich und man muss noch ein bisschen nachbessern. Ob ihr Herz für das Klima oder wieder für die Großkonzerne schlägt, erfahren wir also nach der Wahl. Was wir jedenfalls wissen ist, die ÖVP war für CETA und für TTIP. Die FPÖ versichert, die österreichische Bevölkerung kann sich auch beim Mercosur-Abkommen auf die FPÖ verlassen. Auch. So wie bei CETA auch. Ein Vertrag, dem die FPÖ wirklich nicht zugestimmt hat, war das Pariser Klimaabkommen. Dieses Abkommen ist der größte Fortschritt, den die Menschheit beim Kampf gegen den Klimawandel bisher erreicht hat. Und da ist die FPÖ dagegen. Das haben alle Staaten der Welt unterzeichnet. Ich gehe jetzt nicht auf den Inhalt dieses Abkommens ein, aber zwei Sachen stehen fest. Erstens, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Welt den Klimawandel gemeinsam bekämpft. Das können wir nur schaffen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und zweitens, wenn sich die ganze Welt auf einen Vertrag einigen kann, dann ist das wahrscheinlich nicht so eine dumme Idee. Also, allzu glaubwürdig ist die FPÖ nicht, wenn sie sagt, dass ihnen das Klima wichtig ist. Die ÖVP hingegen nimmt das Thema sehr ernst, oder? Schauen wir uns das mal an.
Schauen wir uns mal an, in wessen Händen die Umweltpolitik in Österreich in letzter Zeit gelegen ist. Wenn wir von diesem Sommer mal absehen, regiert die ÖVP das Land seit geschlagenen 32 Jahren. Seit 1987. 1987 kam übrigens gerade dieses Album raus. Ganz nach dem im selben Jahr erschienenen Lied gibt die ÖVP auch seit 32 Jahren das Umweltministerium nicht aus ihrer Hand. Das ja für die Umweltpolitik nicht ganz egal ist. Wichtig wäre da zum Beispiel auch noch das Landwirtschaftsministerium. Ah, das Ministerium hat die ÖVP auch seit 32 Jahren. Wow. Und das Wirtschaftsministerium? Das ist ja für die Umweltpolitik auch ziemlich wichtig. Das haben die auch seit 1987, alles ohne Unterbrechung. Also im Grunde entscheidet die ÖVP, seit es das Thema Klimawandel gibt, alleine die österreichische Umweltpolitik. Aber wie steht es denn um die österreichische Umweltpolitik? Sind wir eher gut oder eher schlecht? Ja, also ich rede jetzt nicht lang um den heißen Brei herum, wir sind einfach scheiße. Wenn sich viele andere Länder bemühen, ihren Treibhausgasausstoß oder Treibhausgasemissionen, das ist das gleiche, zu senken, machen wir de facto nichts. Zwei Statistiken. Die erste zeigt, dass die 28 EU-Staaten ihren Ausstoß seit 1990 durchschnittlich um 24% gesenkt haben. Wir hingegen haben ein Plus von 1%. Wir sind fünftletzter. Die zweite Statistik zeigt, dass wir von allen EU-Staaten am wenigsten Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt haben. Am allerwenigsten. Wir sind einfach Letzter, was soll man da noch sagen? Das ist ein vernichtendes Zeugnis. Ich bin sehr froh, in Österreich geboren zu sein und manchmal bin ich auch stolz auf unser Land. Aber diese zwei Statistiken sind wirklich eine Schande für uns. Seit 32 Jahren vergisst die ÖVP auf das Klimathema. Und dann sag kurz zum Umweltthema. Haben Sie ein bisschen Geduld mit uns? Wenn eine Partei seit 32 Jahren das Umweltministerium kontrolliert und am Ende diese Statistiken rauskommen, und man dann um Geduld bittet, dann hat diese Partei aus meiner Sicht bewiesen, dass sie nicht die Richtigen sind, um das Problem zu lösen. Folgendes steht aus meiner Sicht fest. Und das ist die wichtigste Aussage von diesem Video. Die ÖVP wird nichts zur Senkung unseres CO2-Ausstoßes beitragen. Die ÖVP wird das Versagen bei der Klimapolitik der letzten 32 Jahre einfach fortsetzen. Das ist der logische Schluss, der sich aus diesen zwei Statistiken ziehen lässt. Und nur nebenbei, für FPÖ und SPÖ spricht das natürlich auch nicht. Die waren ja auch immer wieder Teil der Regierung. Aber wenn wir noch von ungefähr 10 Jahren ausgehen, die wir haben, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu stoppen, dann ist, glaube ich, klar, warum diese Wahl so wichtig ist. Wir können uns einfach nochmal 5 Jahre schwarz-blaue Klimapolitik nicht leisten. Dafür fehlt uns einfach die Zeit. Aber hey, die Statistik geht doch nur bis 2016. Das war doch die alte ÖVP. Was war denn seither? Seither ist ja sicher alles anders. 2017 sind die Emissionen um 3,3% gestiegen. Aber 2018, da ist der Ausstoß um sage und schreibe 1,1% gesunken. Wir haben die Trendwende geschafft, sagt da ernsthaft Umweltministerin Köstinger. Der Ausstoß ist nur momentan um 1% gesunken, weil die Föst einen gigantischen Hochofen warten lässt und der in dieser Zeit keine Emissionen verursacht. Und weil der Winter dieses Jahr recht warm war und deshalb weniger geheizt wurde. Beide Faktoren wirken nur kurzfristig und haben nichts mit der Regierung zu tun. Die haben ja auch nichts gemacht. Kurz wäre ja auch blöd, wenn er wirklich was machen würde, dann würden ihm die Spender aus der Industrie weglaufen. Wenn man sich die Ideen der ÖVP beim Umweltschutz anschaut, dann bekommt man auch sehr schnell das Gefühl, dass die nur Inszenierung sind. Da steckt nichts dahinter. Zum Beispiel, wenn Köstinger sagt, alle Bundesgebäude bekommen Solarzellen auf Dach, dann klingt das im ersten Moment ganz gut. Man denkt sich, ja, okay, mach das. Dann schaut man genauer hin und sieht, dass man mit dem Geld, das sie da reinstecken will, laut Berechnungen des Umweltökonoms Stefan Schleicher, gerade mal 3% des Strombedarfs dieser Gebäude decken kann. Das ist gar nichts. Oder Sebastian Kurz, oder wie ich ihn manchmal nenne, Jesus, der jetzt plötzlich Österreich zur Wasserstoffnation Nummer 1 machen will. Und die ganze Welt denkt sich, Wasserstoff, natürlich, das ist die Lösung. Danke, Sebastian. Keine Frage, es ist sehr gut, in umweltfreundliche Technologien zu investieren. Aber wenn man eben wieder genauer hinschaut, dann sieht man, dass diese Technologie laut Experten nur sehr geringe Erfolgschancen hat und sich vermutlich nie gegen das Elektroauto durchsetzen wird. Weil die sind umweltfreundlicher, billiger und effizienter. Deshalb gibt es aktuell auch genau 7 Wasserstoffautos in Österreich. Außerdem ist das Geld, das Kurz da investieren will, wirklich lächerlich wenig. Damit erreicht man gar nichts. Das zeigt, das Ganze ist wieder nur eine große Show und es steckt nichts dahinter. Und dann liest man, die Regierung will den Radverkehr bis 2025 verdoppeln. Um den Radverkehr zu verdoppeln, muss man bekanntlich Radwege bauen. Aber so gut wie jedes Mal, wenn irgendwo ein Radweg gebaut wird und man dafür einen Parkplatz opfern muss, protestieren ÖVP und FPÖ, die das fordern. Also wenn man wieder genauer hinschaut.
Köstinger will den Radverkehr verdoppeln. Aber eigentlich ist sie dafür als Umweltministerin nicht wirklich zuständig, weil die Gemeinden die Radwege bauen. Und dort ist die ÖVP halt so gut wie jedes Mal gegen Radwege. Sie fordert also im Endeffekt etwas, für das sie nicht wirklich zuständig ist, und ihre eigene Partei verhindert das, was sie sagt. Das ist lächerlich. Das ist Augenauswischerei. Es ist immer nur eine große Show, Marketing, ohne Inhalt. Für die Umwelt macht sich die ÖVP also nicht sonderlich stark. Aber gegen die Umwelt schon ganz gern. Es gibt in Österreich etwas, das nennt sich Umweltverträglichkeitsprüfung. Da wird geprüft, ob große Bauprojekte die Umwelt möglicherweise negativ beeinträchtigen. Also wenn man, ich weiß nicht, zum Beispiel wie die SPÖ in Wien eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet bauen will. Da gibt es dann ein Verfahren und da können Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace mitreden. Die haben ja Fachwissen und können warnen, wenn etwas negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Klingt sinnvoll, oder? Die ÖVP hat das, surprise, surprise, nicht so gerne. Die wollen da die Rechte von den Umweltschutzorganisationen schwächen. Möglicherweise, weil das die Industrie freuen würde. Das sei nur am Rande erwähnt. Wir erreichen unsere Klimaziele also wieder nicht. Stattdessen zahlen wir lieber weiterhin Milliarden an Strafzahlungen. Nice. Die EU hat Österreich kürzlich deswegen auch scharf kritisiert und fordert, dass diese Pläne unbedingt überarbeitet werden müssen. Dann hat man da im Parlament auch einen Termin ausgemacht, um das nochmal neu zu verhandeln, um vielleicht ein bisschen näher an die Ziele zu kommen. Und dann hat man den Termin auf ÖVP-Vorschlag einfach abgesagt. Also nochmal, wir verpflichten uns selbst, unsere Emissionen zu reduzieren. Die EU fragt uns, wie wir denn da so vorankommen. Und wir so, ja, ganz gut, das sind unsere Pläne. Wo sind die Pläne? Ja, da. Soll das ein Witz sein? Nein, nein. Ihr müsst ernsthafte Pläne machen. Ihr habt euch dazu verpflichtet. Wisst ihr, was verpflichtet heißt? Wisst ihr, was Pläne sind? Macht euch am besten bald einen Termin aus, wo ihr das verhandelt. Ja, okay. Und ein paar Wochen später ruft die EU uns wieder zu sich. Und, wie schaut's aus? Wo sind die Pläne? Ja, also wir haben den Termin abgesagt und unsere Regierung gibt's jetzt auch nicht mehr. Wer eine ernsthafte Veränderung bei der Klimapolitik will, kann nicht die Partei wählen, die seit 32 Jahren dafür verantwortlich ist und offensichtlich versagt. Und schon gar nicht die Partei, die sich nicht so sicher ist, ob der Mensch daran schuld ist. Diese zwei Parteien werden nichts verändern. Und wenn man manchmal das Gefühl bekommt, es gibt eh keine Hoffnung mehr, und machen wir uns nichts vor, die Lage ist wirklich düster, müssen wir trotzdem schauen, was wir tun können. Weil wenn wir schnell handeln und Politiker an die Macht kommen, die den Wissenschaftlern zuhören und den Klimawandel ernst nehmen, dann können wir das Schlimmste noch verhindern. Das ist, was wir tun sollten. Okay, das große Ziel ist ja, die CO2-Emissionen zu senken, weil CO2 verursacht ja den Klimawandel. Dafür eignet sich hervorragend eine CO2-Steuer. Mit Steuern steuert man ja, deshalb heißen die so. Wenn die Politik aus irgendeinem Grund will, dass irgendetwas weniger passiert, dann kann man das besteuern und dann wird das weniger passieren, weil es ein bisschen teurer ist. Angenommen, wir machen eine CO2-Steuer, dann wird weniger CO2 verbraucht, weil es teurer ist. Das macht Sinn. Das haben auch schon viele andere Länder gemacht. Das hat super funktioniert. Die Schweden zum Beispiel. Die hatten 1990 eine ähnliche Ausgangslage wie wir. Nur während wir seit 30 Jahren über eine CO2-Steuer reden, hat Schweden 1991 die CO2-Steuer einfach eingeführt. Dadurch haben sie ihre Emissionen um ein Viertel gesenkt. Unsere sind gleich geblieben. Und trotzdem ist die schwedische Wirtschaft in der gleichen Zeit stärker gewachsen als unsere. Schon fast halb Europa hat so eine Steuer in irgendeiner Form. Wenn das bei denen so gut funktioniert hat, dann machen wir das doch einfach auch. Wer ist dabei? Grüne? Eh klar. Neos? Pilz? SPÖ? Und ÖVP und FPÖ? Es ist immer das Gleiche. Natürlich sind sie dagegen. Sie sagen, sie wollen keine neuen Steuern. Die Österreicher zahlen schon genug. Ja, damit haben sie eh recht, aber nehmt halt die Einnahmen der CO2-Steuer und senkt damit die Lohnsteuer oder fördert umweltfreundliche Unternehmen. Dann zahlen wir genau gleich viel Steuern, nur ein bisschen anders, ein bisschen intelligenter und schützen damit die Umwelt. Das nennt man Bonus-Malus, das könnte man bei vielen Dingen so machen. Zum Beispiel bei Autos. Leute, die sich ein Auto mit hohem Verbrauch kaufen, zahlen ein bisschen mehr. Und Leute, die ein Auto mit niedrigem Verbrauch kaufen, zahlen ein bisschen weniger. Das wäre ganz leicht und würde viel ausmachen. Weitere wichtige Maßnahmen wären erstens ein massiver Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in den Städten, zwischen Großstädten, aber vor allem am ländlichen Raum, damit dort niemand gezwungen ist, ein Auto zu haben. Die Grünen fordern da zum Beispiel für jede Gemeinde mit über 250 Einwohnern 12-mal pro Tag, 7 Tage die Woche eine öffentliche Verkehrsverbindung. Das ist genau das, was wir brauchen. Zweitens brauchen wir einen österreichischen, europäischen und globalen Ausstieg aus fossilen Energieherstellern und fossilen Treibstoffen. Der Gütertransport muss schleunigst weg von LKWs und Schiffen auf die Schienen verlegt werden. Und der Personenverkehr weg von Flugzeugen hin zu Zügen. Und drittens brauchen wir ein gesamteuropäisches Konzept zur nachhaltigen Stromproduktion und Verteilung. Das heißt, in ganz Europa massive Investitionen in erneuerbare Energien und das europäische Stromnetz. Die erneuerbare Energieproduktion hat nämlich das Problem, dass man sie nicht so leicht an- und ausschalten kann.
Wenn mal wo die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht geht, dann braucht man ein großes Stromnetz, das solche Schwankungen auffangen kann. Das sieht auch Robert Habeck, Chef der deutschen Grünen, so. Wenn wir Europa verzahnen mit den Solarmöglichkeiten von Spanien, den Geothermie-Möglichkeiten in Griechenland, den Wasserkraftanlagen Norwegen, Österreich, den Offshore-Windparks, den Onshore-Windparks, dann kann man daraus leichter ein System bauen. Dazu braucht man Netze, logischerweise. Viertens müssen wir gigantische Flächen der Natur zurückgeben. Anstatt den Regenwald abzuholzen und so viel wie möglich zuzubetonieren, müssen wir so viel wie möglich aufforsten, um wieder CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Es gibt natürlich noch sehr viel weitere wichtige Maßnahmen, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber ein wichtiger Grundsatz für die Politik wäre, den Wissenschaftlern zuzuhören. Die erarbeiten da ja gute Ideen und die sollte man dann auch umsetzen. Bei all diesen Maßnahmen sieht man, wie wichtig es ist, international zusammenzuarbeiten. Und deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf das Stimmverhalten der österreichischen EU-Abgeordneten. Die FPÖ, die nicht mal für das Pariser Klimaabkommen war, stimmt nur in 27% der Abstimmungen für klimafreundliche Politik. Noch schlechter sind nur die ÖVP-Abgeordneten und die sind Teil der größten und mächtigsten EU-Fraktion. Mit 12%. Nur 12%, das sind die wirklichen Umweltzerstörer. Die sitzen an den Hebeln der Macht, die könnten wirklich was verändern. Und sie machen es einfach nicht. Der Vollständigkeit halber, die Grünen kommen auf 91%, die SPÖ auf 86% und die Neos auf 37%. Okay, aber zurück nach Österreich und zur ÖVP, deren Umweltpolitik natürlich nichts mit ihren Spendern zu tun hat. Deshalb hat die ÖVP im Juli, als weitere transparente Großspenden aufgetaucht sind, auch ganz entspannt reagiert. Schaut euch mal Wolfgang Sobotka an, wie er mit dem Vorwurf, die ÖVP sei bestechlich, ganz locker umgeht. Die reich sind, richten es sich mit bestechlichen Parteien. Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Da merkt man, da kann einfach nichts dran sein. Wolfgang Sobotka ist übrigens Nationalratspräsident. Das ist eines der höchsten politischen Ämter überhaupt. Das wären nur die besten, erfahrensten, überparteilichsten Politiker. Schauen wir uns mal an, was Wolfgang Sobotka dafür qualifiziert. Sobotka ist schon im Jahr 2001 mit genialen Ideen aufgefallen. Damals hat Sobotka als Finanzlandesrat einen Antrag zur Investition von mehreren Milliarden Euro des Landes Niederösterreich gestellt. Das Investment scheint aber nicht sonderlich gut zu laufen. Laut einem Artikel von Addendum hat man dadurch 2,3 Milliarden Euro verloren. Bis jetzt. Das wären pro Niederösterreicher ungefähr 1.400 Euro. Dann wurde Sobotka 2016 aufgrund seiner vielen Talente zum Innenminister befördert. Da hat er sich für einen massiven Ausbau der Überwachung eingesetzt. Und begründet hat er das mitunter so. Vor meiner Haustüre lag vor vielen Jahren immer wieder menschlicher Kot. Als ich eine Kamera aufgestellt habe, war das sofort vorbei. Außerdem war er für die Einschränkung des Demonstrationsrechts. Das war sogar der eigenen Partei zu heftig. Der Koalitionspartner sagte zu ihm, er spiele Opposition in der Regierung und falle allein durch Störfeuer auf. Also zusammengefasst, er hat in Niederösterreich möglicherweise Milliardenverluste zu verantworten und hat es als Minister nicht geschafft, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Und er wollte an einem wichtigen Grundpfeiler der Demokratie rütteln. Wie wird so jemand Nationalratspräsident? Dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Schauen wir uns jetzt an, wie Sebastian Kurz Chef der ÖVP wurde. Wir gehen mal ein paar Jahre zurück ins Jahr 2014. Die rot-schwarze Koalition unter Werner Faymann und Michael Spindelegger regiert Österreich. Die Koalition bringt nicht allzu viel weiter und die zwei werden immer unbeliebter, bis sie beide zurücktreten. Wieder schon! Dann passiert etwas für Österreich sehr Ungewöhnliches. Wir bekommen eine kompetente Regierung. Mit Reinhold Mitterlehner und Christian Kern kamen zwei seriöse, kompetente und qualifizierte Männer an die Spitze der Regierung. Kern war davor erfolgreicher ÖBB-Chef, Mitterlehner war ein fachlich wirklich sehr guter Wirtschaftspolitiker. Ich finde, das war, auch wenn sie nur kurze Zeit im Amt war, die kompetenteste Regierung seit langem. Die haben einfach konsequent sinnvolle Maßnahmen umgesetzt. Sebastian Kurz stellt es gerne so dar, als wäre diese Regierung ungefähr so wie die davor gewesen. Und ich halte es für wichtig, das zu unterscheiden. Es gab einen sehr großen Unterschied zwischen Faymann und Spindelegger und Kern und Mitterlehner. Während die Kern-Mitterlehner-Regierung konstruktiv arbeitete, schmiedete Sebastian Kurz laut Mitterlehner Pläne, um Mitterlehner als ÖVP-Chef und in Folge die Regierung zu stürzen. Um dann selbst neuer ÖVP-Chef und Bundeskanzler zu werden. Was bekanntlich auch genauso passiert ist. Ich weiß, Kurz stellt das gerne ein bisschen anders dar. Er sagt, die Koalition hat nichts vorangebracht. Mitterlehners Rücktritt kam für ihn überraschend und die Partei hat ihn dann gefragt, ob er nicht vielleicht Parteichef werden könnte. Schauen wir uns mal an, was näher an der Wahrheit liegt. Was jetzt kommt, sind keine Verschwörungstheorien, sondern basiert auf geleakten Unterlagen von Sebastian Kurz und seinem Team. Und dem Buch Haltung von Mitterlehner. Große Empfehlung. Ich finde allein schon die Tatsache, dass Mitterlehners Buch, in dem er beschreibt, wie er den Machtkampf gegen Kurz verloren hat, Haltung heißt, ziemlich vielsagend.
aber sich selbst. Kurz hat 2016 als Außenminister eine Umfrage, wie er denn als Spitzenkandidat der ÖVP abschneiden würde, in Auftrag gegeben. Die Umfrage prophezeite ihm auch gute Erfolgschancen und von da an wollte er so richtig dringend Kanzler werden. In diesem Buch steht, dass Kurz deshalb und um Kern als Bundeskanzler keine Erfolge erzielen zu lassen, möglichst schnell die Kern-Mitterlehner-Regierung beenden wollte. Einerseits indem er sich selbst sabotierte, indem er zum Beispiel ÖVP-Landeshauptmännern sagte, bitte nichts zum Thema Mindestsicherung abschließen, das ist für später ein gutes Wahlkampfthema. Also im Grunde steht da, dass er gesagt hat, tut so, als wäre jetzt Stillstand, dann wirkt es nachher so, als würde ich frischen Wind bringen. Und er wollte von Mitterlehner, dass er die Koalition mit Kern unter irgendeinem Vorwand auflöst. Mitterlehner könnte dann in der nächsten Regierung Nationalratspräsident werden. Der lehnte das Angebot ab, weil er weiterhin mit Kern sinnvolle Politik machen wollte. Mitterlehners Rolle bekam dann Sobotka. Und jetzt könnt ihr euch denken, warum Sobotka, der für dieses Amt wirklich nicht geeignet ist, jetzt Nationalratspräsident ist. Mitterlehner, der sogar von einer Intrige gegen ihn schreibt, trat zurück. Ja, es ist mir zu blöd. Und meldete sich 3 Wochen später mit diesem Foto aus Sardinien. Dieses Buch deckt sich auch sehr gut mit den im Sommer 2017 vom Falter veröffentlichten 200 Seiten geheimer Strategiepapiere von Sebastian Kurz und seinen Jüngern. Ja, darin werden seine Mitstreiter seine Jünger genannt. Warte mal, das würde ja heißen, Kurz ist wirklich der Messias. Würdet einfach eure Hände ausstrecken. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr for this man, für diesen Mann, for the wisdom you've given him, für die Weisheit, die du ihm gegeben hast, for the heart you've given him for your people, für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk. Pray for Sebastian. Hashtag Farbe bekennen. Diese Papiere zeigen eindeutig, dass er die Machtübernahme schon lange im Vorhinein genau geplant hat. Dazu gehörten Werbekonzepte, Strategiepapiere für die nächste Wahl, Personen, die für einen spenden könnten und Analysen der gegnerischen Parteien und wie man sie am besten angreifen könnte. Über 70 Seiten geht es da um Kurz Gegner, Christian Kern und Herzi Strache. Darin geht es um deren Privatleben, Geschichten aus deren Vergangenheit und politische Positionen. Kurz, wie man jemanden am besten anpasst. Und dann stellt sich Kurz ernsthaft vor die Öffentlichkeit und sagt, er ist von Mitterlehners Rücktritt so überrascht worden. Die Koalition mit der SPÖ, die er laut seinem damaligen Chef selbst als Außenminister gemeinsam mit Sobotka als Innenminister aktiv gebremst hat, bringt nichts voran und kündigt einen gerechten Wahlkampf ohne gegenseitiges Anpatzen an, in dem die Inhalte zählen sollen. Dabei steht in den geleakten Strategiepapieren, der Wahlkampf muss auf die Person Sebastian Kurz zugespitzt werden. Da müssen inhaltliche Fragen zurückstehen. Über Strache muss man, das steht so da drin, Dinge ausgraben, die ihn diskreditieren. Das kann man alles nachlesen, das ist wirklich sehr spannend. In diesem Interview im Sommer 2017 wird Kurz zweimal ganz einfach gefragt, seit wann er denn wirklich die Machtübernahme in der ÖVP geplant hat. Ich spiele das jetzt nicht ab, das würde zu lang dauern, aber schaut euch das an. Er redet 5 Minuten im Kreis und beantwortet 2-mal die Frage nicht. Und wenn man das mal bemerkt hat, sieht man, das ist absolut typisch für Kurz. Wenn er eine Frage nicht beantworten will, dann redet er einfach minutenlang im Kreis herum, bis man vergessen hat, was die Frage eigentlich war. Seine neue visionäre Art, Politik zu machen, nennt Sebastian Kurz ja seinen neuen Stil. Dazu gehören für ihn Transparenz, sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehen, kein gegenseitiges Anpatzen und für die ÖVP sehr überraschend 50% Frauenanteil. Eine Ansage des neuen Stils war ja, die Kandidatenlisten für die Wahl immer abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Kurz ist ein moderner Politiker, da gehört es sich nur, dass er sich für mehr Frauen in der Politik einsetzt. Das Ding ist, obwohl man das gemacht hat, liegt der Frauenanteil der ÖVP im Parlament jetzt bei nur 34%. Also 50% auf den Listen, aber nur 34% tatsächlich im Parlament. Ja, das geht. Angenommen, eine Liste beginnt mit einem Mann, dann kommt eine Frau, dann wieder ein Mann und so weiter. Und dann kommen die ersten 3 Kandidaten ins Parlament. Dann hat man 2 Männer und eine Frau. Wenn das aber auf ganz vielen Listen so passiert, dann kann das eigentlich kein Zufall sein. Dann muss das eigentlich absichtlich so passiert sein. Und bei der ÖVP war das anscheinend so, denn die hat jetzt den zweitniedrigsten Frauenanteil im Parlament. Hinter your one and only FPÖ. 22% Frauenanteil. Man kann ja zu Quoten stehen, wie man will. Es geht aber darum, Kurz konnte alleine darüber entscheiden, wie diese Listen ausschauen. Er muss schon vorher gewusst haben, dass das circa zu diesen Frauenanteilen führen wird. Also hat er das wohl nicht aus Überzeugung gemacht, sondern einfach um mehr Stimmen von Frauen zu bekommen. Das ist vielleicht ein neuer Stil, aber Ehrlichkeit schaut anders aus. Ich versuche es ohne Ironie. Die schwarz-blaue Regierung hat das Gegenteil von Sparen im System gemacht. Doppelt so viele Werbeausgaben unter Schwarz-Blau im Vergleich zu Rot-Schwarz. Nämlich 44.800.000 Euro für Werbung. Einen Lipizzaner für den autoritären Gottesstaat Saudi-Arabien um 15.000 Euro. Man muss sich schließlich um die wirtschaftlichen Verbindungen kümmern. Im Innenministerium 3,5 Millionen Euro für fucking Polizeipferde. Da stehen laut Wiener Polizei noch bis zu 5 Millionen Euro an. Aber hey, vielleicht können wir uns ja alle zusammentun und jeder, der Zeit hat, geht mit Herbert Kickl einmal im Monat in den Wurstelbrater Pony reiten. Vielleicht hört der Staat ja dann auf, überall wo es geht,
Geld für Pferde rauszuschmeißen und investiert das, ich weiß nicht, zum Beispiel in den Umweltschutz oder für Bildung. Oder wir stecken das Geld in neue Logos für die Ministerien. Was? Die haben gerade für 70.000 Euro neue Logos bekommen? Aber komm, aber die sind dafür, also... Die Ministerbüros unter Schwarz-Blau haben um fast 10% mehr gekostet als die unter Rot-Schwarz. Jedes Monat kosten jetzt 1.360.000 Euro. Und noch teurer wird die komplett sinnlose Übersiedlung des Umweltbundesamts nach Klosterneuburg. 57 Millionen Euro. Danke Sebastian, dass du für uns im System sparst. Infrastrukturminister Hofer, der die Umwelt ja so gerne hat und auch so gerne mit dem E-Scooter fährt, hat sich die nachweislich umweltschädliche 140er Teststrecke 311.000 Euro kosten lassen. Also nicht sich selbst, sondern uns Steuerzahler. Nach Ibiza hat er noch schnell die Gagen der Asfinag-Aufsichtsräte verdoppelt und die Sitzungsgelder der ÖBB-Aufsichtsräte vervierfacht. Die EU-Ratspräsidentschaft unter Kurz hat doppelt so viel gekostet wie geplant. Upsi. Allein die Eröffnungsfeier kostete 2,7 Millionen Euro. Aber wenn man den ganzen Tag so gut auf Steuergeld schaut und überhaupt so großartige Politik macht, dann muss man das halt auch mal feiern. Zum Beispiel beim Opernball. Strache hat sich da eine eigene Loge gegönnt. Der Abend hat uns allen 25.000 Euro gekostet. Ein Abend. Das verdient ein durchschnittlicher Österreicher ungefähr in einem Jahr. Oder man feiert beim ÖVP-Familienfest. Dass die ganze ÖVP-Party über 300.000 Euro in Steuergeldern gekostet hat, sollte man anhand der wirklich großartigen Politik der ÖVP ja wirklich nicht so streng sehen. Denn dass die ÖVP grundsätzlich ganz besonders aufs Steuergeld schaut, wissen wir vom Wahlkampf 2017. Es gibt ja bei jeder Wahl eine gesetzliche Obergrenze an Geld, das jede Partei für den Wahlkampf ausgeben darf. Die liegt in Österreich bei 7 Millionen Euro, mehr darf man nicht ausgeben. Darauf hat man sich irgendwann geeinigt, damit nicht noch mehr Plakate in der Gegend herumstehen und noch mehr Kugelschreiber verteilt werden. Auch die neue ÖVP als verantwortungsvolle Partei nimmt das natürlich sehr ernst. Die alte ÖVP hat da immer zu viel ausgegeben, aber das war früher, jetzt ist der neue Stil da. Elisabeth Köstinger sagte am Ende des 2017er Wahlkampfs, man liegt sehr gut im Plan, die Obergrenze nicht zu überschreiten. Aber irgendwie hat das dann doch nicht geklappt und man hat unabsichtlich das Doppelte ausgegeben. Noch mehr als die alte ÖVP. Aber es war wirklich, es war urunabsichtlich. Das hat die Elisabeth ja als Generalsekretärin nicht wissen können, dass das nicht stimmt, was sie da sagt. Die FPÖ ist nicht viel besser, auch weit über 7 Millionen. Und jetzt sagt sicher irgendwer, die SPÖ hat ja auch voll überschritten. Ja, aber das ist die Statistik. So viel zum neuen Stil. Also fassen wir kurz zusammen, wie hat Kurz die Wahl gewonnen? Auf der einen Seite sagt er, er war von Mitterlehners Rücktritt überrascht. Auf der anderen Seite sagt Mitterlehner, es gab eine Intrige gegen ihn. Kurz hat einen fairen Wahlkampf angekündigt und dann doppelt so viel Geld ausgegeben wie erlaubt. Er hat 50% Frauen angekündigt, geworden sind es nur ein Drittel. Er hat vom Ende des gegenseitigen Anpatzen gesprochen, aber in den geleakten Unterlagen steht, man muss über Strache Dinge ausgraben. Er hat angekündigt, im System zu sparen und hat dann das Gegenteil davon gemacht. Mit all dem hat Kurz das Versprechen vom neuen Stil gebrochen und dadurch hat er 2017 die Wahl gewonnen. Jetzt ist ja wieder Wahlkampf. Schauen wir mal, ob der neue Stil vielleicht einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht hat, um richtig anzulaufen. Also um ehrlich zu sein, läuft der Wahlkampf für die ÖVP gerade nicht so gut. Also da passieren immer wieder Missgeschicke. Zum Beispiel postet die ÖVP Ende Juni einen allem Anschein nach gefakten Fanbrief der 6-jährigen Linda. Also wenn man schon Werbung mit Kindern machen muss, dann sollten einem solche Fehler vielleicht lieber nicht passieren. Dann am 3.7. hatte unser Wolfi seinen kleinen cholerischen Anfall. Am 7.7. geht Kurz mal wieder mit Wählern wandern. Nur war halt leider das Interesse nicht so groß. Aber macht nichts, Kurz sagt einfach, das waren 800 Leute. Man muss das ja nicht so streng nehmen mit der Wahrheit. Am 10.7. startet die Justiz Untersuchungen bei 5 ÖVP-nahen Vereinen aufgrund von Aussagen von Strache zur Umgehung des Rechnungshofs durch Vereinskonstruktionen im Ibiza-Video. Am 24.7. fordert Kurz eine sogenannte Ö-Cloud. Die gibt es aber schon seit 2017. Aber man muss sich ja nicht so mit den Inhalten auskennen, wenn man so ein schönes Lächeln hat. Am 20.8. platzt die nächste Bombe. Der Standard deckt auf, dass Heidi Horten, die wir aus dem Ibiza-Video kennen, Heidi Horten. Auch nochmal eine knappe Million an Kurz gespendet hat. Die hatte allem Anschein nach einen Dauerauftrag bei der Bank. Immer am 20. des Monats 49.000 an die ÖVP. Ja, so läuft das. Wenn Kurz in diesem Wahlkampf mal wieder von einer breiten Bewegung aus der Mitte der Bevölkerung spricht, dann soll er mal erklären, warum die Grünen, die nicht einmal im Parlament sind, letztes Jahr das 6-fache an Kleinspenden im Vergleich zur ÖVP bekommen haben. An Kleinspenden hat die ÖVP im letzten Jahr knapp 20.000 Euro eingenommen.
Vergleich dazu hat Heidi Horten 49.000 Euro gespendet. Jedes einzelne Monat. Allein die drei größten Spender haben 2018 zusammen 60 Mal mehr an die ÖVP gespendet als alle Kleinspender zusammen. Die gehören alle drei zu den 50 reichsten Österreichern. Für wen wird die ÖVP sich einsetzen? Das ist die Partei der Superreichen. Lassen wir uns von der ÖVP nicht länger verarschen. Und dann war da ja noch so eine Kleinigkeit. Da war ja noch so eine Geschichte, bei der der Chef von Kurz Social Media Abteilung unter falschem Namen und laut Zeugen sehr nervös und ohne zu zahlen 5 Festplatten aus dem Kanzleramt dreifach bei einer privaten Firma schreddern lassen hat. Aber da war ganz sicher nichts Wichtiges drauf. Der Mitarbeiter wollte ja auch nicht, ich weiß nicht, das Schreddern filmen oder so. Er hat immer wieder gefragt, ob er Videos machen darf oder Fotos machen darf. Und er wollte das also in keinem Fall die Festplatten aus der Hand geben. Also wenn ich Festplatten schreddern lassen würde und das dabei filmen würde, dann vermutlich um jemanden, möglicherweise meinem Chef, später zu zeigen, dass die auch wirklich vernichtet sind. Aber gut, die Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Ibiza-Video und der Schredder-Affäre. Die ÖVP sagt, sie werden jeden klagen, der behauptet, die ÖVP hätte etwas mit dem Ibiza-Video zu tun. Also wenn man mich fragt, wirkt das ein bisschen nervös. Während sie scheinbar nur in Skandale und Pannen verwickelt sind, setzen die anderen Parteien im Parlament eine sinnvolle Maßnahme nach der anderen um. Das krebserregende Herbizid Glyphosat wird österreichweit verboten. Gegen die Stimmen der ÖVP. Der Rechtsanspruch auf das Papamonat wird beschlossen. Gegen die Stimmen der ÖVP. Ein Verbot von Großspenden wird beschlossen. Gegen die Stimmen der ÖVP. Die Lohnfortzahlung für Katastrophenhelfer. Das Privatisierungsverbot von Wasser. Bessere Anrechnung von Karenzzeit. Das Rauchverbot in der Gastronomie. Ein Verbot von sogenannten homosexuellen Heilern. Eine Erhöhung der Mindestpensionen und wurden diesen Sommer in wenigen Sitzungen beschlossen. Das geht alles, wenn die ÖVP nicht in der Regierung ist. Die ÖVP ist seit 32 Jahren an der Macht. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Davor gab es übrigens kurz mal eine rot-blaue Koalition. Das sitzt der ÖVP 3 Jahrzehnte später anscheinend immer noch so sehr in den Knochen, dass man rot-blau zum Beispiel auch in den 2017 geleakten Strategiepapieren findet. Im 2017er Wahlkampf hat Kurz dann auch vor rot-blau gewarnt. Ich weiß, dass natürlich im Hintergrund schon massive Gespräche geführt werden, um eine rot-blaue Regierung da anzudenken, dass Rot und Blau versuchen werden, eine Koalition zu bilden. Genau wie die FPÖ, die wiederum vor Schwarz-Rot gewarnt hat. Die Menschen sollten nicht aufwachen am 16. mit Schwarz-Rot. Das ist eine alte Taktik, um sich da und dort noch ein paar Stimmen zu holen. Das sieht man auch in diesem Wahlkampf wieder. Jetzt spielt die FPÖ das Spiel mit der großen Gefahr von Schwarz-Grün, um von der ÖVP noch ein paar Grüngegner zu angeln. Schwarz-Grün liegt übrigens in allen Umfragen weit unter 50%. Nur nebenbei. Und die ÖVP redet von Rot-Blau, um ein paar SPÖ-Gegner von der FPÖ zu holen. Die SPÖ schließt aber seit Ewigkeiten eine Koalition mit der FPÖ aus. Alle Parteien außer der ÖVP schließen eine Koalition mit der FPÖ kategorisch aus. Und doch habe ich so ein Gefühl, dass die FPÖ nach der Wahl wieder in der Regierung sitzen wird. ÖVP und FPÖ ähneln sich einfach zu sehr. Die Antworten von Schwarz und Blau bei Wahlkabine.at überschneiden sich auch zu 81%. Zum Vergleich, Schwarz-Grün liegt bei 19%. Diese Parteien sind sich inhaltlich und charakterlich so ähnlich. Beide machen Politik für die Reichen, alle anderen sind ihnen egal. Gegen beide ermittelt die Justiz. Beiden ist das Klima komplett egal. Beiden geht es nur um Macht und Geld. Zum Schluss will ich euch noch sagen, dass ich seit diesem Sommer einfaches Mitglied bei den Grünen bin. Falls mich das in den Augen von irgendjemand unglaubwürdig oder nicht unabhängig macht, kann ich euch ehrlich versichern, die Grünen haben mit der Entstehung dieses Videos nichts zu tun. Ich habe mit keinem einzigen Grünen-Mitglied über dieses Video gesprochen. Mich kennen bei den Grünen auch nur eine Handvoll Personen. Mir haben bei der Erstellung dieses Videos meine Freundin und ein paar Schulfreunde geholfen. Vielen Dank an alle. Und bevor sich jetzt vielleicht irgendjemand etwas über mich ausdenkt, ich bin ein Student aus Wien, ich habe eine Zeit lang gekellnert und arbeite seit kurzem in der Behindertenbetreuung. Ich bin von niemandem finanziert, gesponsert oder irgendwie abhängig. Ich bin einfach so blöd, dass ich meinen Sommer damit verbringe, zig Stunden in dieses Video zu investieren. Ich habe auch keinerlei Funktionen bei den Grünen. Ich engagiere mich ein bisschen im Bezirk, das war's. Mitglied bei den Grünen bin ich geworden, weil ich bei der Erstellung der Wiener Landesliste für die Nationalratswahl mitwählen wollte. Weil es mir wichtig ist, dass da Leute auf der Liste stehen, die sich in erster Linie für den Klimaschutz einsetzen und nicht primär für andere Themen. Bei den Grünen entscheiden nämlich die Parteimitglieder und nicht der Parteichef, wer auf der Liste steht. Das ist den Grünen auch ganz gut gelungen und deshalb halte ich sie am 29. für eine sehr gute Wahl. Ich will und kann euch aber nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Das ist nicht der Zweck dieses Videos. Auch wenn ihr euch vielleicht denken könnt, welche Partei mir am nächsten ist. Der Zweck dieses Videos ist aufzuzeigen, dass wenn euch die Zukunft von Österreich im Herzen liegt und ihr wollt, dass wir Menschen, also wir, unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder, noch lange gut und in Frieden auf diesem Planeten leben können, dann sind ÖVP und FPÖ nicht die richtige Wahl für euch.
Und wenn ihr jetzt sagt, Wahlen verändern doch eh nichts, es bleibt doch eh immer alles beim Alten, dann kann ich euch sagen, ich verstehe euch. Das habe ich mir 2013 auch gedacht. Da wurde bei einer Volksbefragung bestimmt, dass junge Männer weiterhin zum Bundesheer müssen. Die Wahl haben im Grunde die Pensionisten entschieden, die das fast nicht betrifft. Und zum Beispiel ich war direkt davon betroffen und hatte nicht mal eine Stimme. Aber schauen wir mal kurz nach Deutschland. Dort wird es nach der nächsten Wahl möglicherweise einen grünen Bundeskanzler oder Kanzlerin geben. Und das macht dann besonders beim Umweltthema wirklich einen Unterschied. Und warum verändert sich die Lage in Deutschland? Weil die Jungen endlich aufstehen und einfordern, dass man auf uns und unsere Zukunft nicht vergisst. Schaut euch mal an, wie dort die unter 30-Jährigen bei der letzten Wahl gewählt haben. Wir jungen Österreicher waren damit 28%, nicht mal so weit hinterher. Schwierig wird es bei den über 60-Jährigen. Das sind unsere Eltern und Großeltern. Die haben bei der EU-Wahl im Mai zu 48% ÖVP gewählt. Das Ding ist, die Pensionisten stellen in Österreich ein Viertel aller Stimmen, während die unter 29-Jährigen nur ca. 15% ausmachen. Und deshalb müssen wir auch die davon überzeugen, dass sie ÖVP und FPÖ nicht mehr wählen sollen. Wir sind unseren Eltern und Großeltern ja wichtig. Und die wollen ja auch, dass wir eine schöne Zukunft auf einem funktionierenden Planeten haben können. Und dass wir selbst Kinder kriegen können, ohne uns fragen zu müssen, ob die auf dieser Welt überhaupt ein gutes Leben haben können. Wir müssen ihnen nur klar machen, wie wichtig ihre Stimmen bei der Wahl dafür sind. Ruft sie an und trefft sie und redet mit ihnen noch vor der Wahl über Politik und den Klimawandel. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es wäre so. Dieses Land gehört nicht der ÖVP und nicht Sebastian Kurz. Sie sind zwar schon mein ganzes Leben und die 10 Jahre davor auch noch an der Macht, aber Österreich gehört uns. Und die ÖVP hat nur so lange Macht über uns, solange wir sie wählen. Das sollte man sich manchmal in den Kopf rufen. Es könnte auch anders sein. Wir müssen uns einfach für unsere Zukunft einsetzen. Organisiert und geht zu den Fridays for Future Streiks. Unterschreibt das Klimavolksbegehren. Engagiert euch für eine Partei, wenn ihr Lust darauf habt. Redet mit Menschen und überzeugt sie von der Dringlichkeit des Klimathemas. Ruft eure Großeltern an. Sagt ihnen, Oma, hör zu, es geht jetzt um meine Zukunft und um die Zukunft meiner Kinder. Opa, ich weiß eh, die Ausländer, aber das ist jetzt wichtiger. Wählt die Roten, wählt die Grünen, wählt die Neos, wählt den Pilz, wählt egal wen. Aber wählt nicht die FPÖ und wählt nicht die ÖVP.